Wir stecken mittendrin im Teil-Lockdown. Mal wieder. Restaurants sind zu und mit vielen Freunden treffen ist auch nicht drin. Die Vorfreude auf das Leben nach Corona ist bei uns allen sicherlich ziemlich groß. Aber ist das wirklich gut, sich so auf die Wünsche zu konzentrieren, auf die Zeit danach? Wie wir besser mit den Einschränkungen klarkommen, darüber spreche ich jetzt mit Kerstin Hart, Gesundheits- und Persönlichkeitstrainerin. Hallo, Frau Hart. Hallo, ich grüße Sie. Hi. Frau Hart, im Frühjahr hieß es mal, dass es bis zum Herbst dauern würde, bis es einen Impfstoff gibt und wir unser altes Leben angeblich zurückbekommen. Jetzt haben wir November und von Alter kann nicht wirklich die Rede sein. Wie kommen wir gut durch diese Zeit? Ja, das ist sicherlich eine herausfordernde Zeit, aber Herausforderungen sind ja dazu da, dass man sie eben auch meistern kann. Und das spielt eine ganz große Rolle. Und das ist natürlich jetzt auch die Eigenverantwortung zu übernehmen und nicht nur zu warten, bis irgendwas im Außen passiert, sondern wirklich gezielt sagen, okay, jetzt erst recht, ja. Weil ich habe natürlich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, was ist denn jetzt das Wichtigste? Unsere Gesundheit. Und die kann ich maßgeblich beeinflussen. Und zwar einmal durch meine Gedanken, durch das, was ich jeden Tag esse, wie ich mich bewege, ob ich mich bewege, aber natürlich eben auch, wie gehe ich mit Stress um. Sie sagen, Selbstfürsorge sei jetzt besonders wichtig. Zum einen natürlich die Gesundheit, zum anderen vielleicht auch mal sich ein bisschen Zeit zu nehmen, Menschen anzurufen, wenn man sie nicht treffen kann. Was kann ich noch machen? Ja, natürlich das eine, klar, Menschen anzurufen. Aber wenn ich das jetzt selbst anfangen möchte zu machen, ist mal der allererste Schritt, dass ich anfange im mentalen Trainingsbereich. Unsere Gedanken haben unfassbar großen Einfluss, ein digitales Detox zu machen. Also einfach auch mal ganz gezielt zu sagen, mal raus aus diesem ganzen negativen Medienkonsum. Ja, die Leute sind ja Wahnsinn. Diese ganzen negativen Impulse sind ja überall da. Das ist mal das Erste. Und da mal wieder rausgehen in den Wald. Heute weiß man auch wissenschaftlich gesehen, dass der Wald das vegetative Nervensystem sofort ins Gleichgewicht bringt. Ja. Aber natürlich auch diese 656 Muskeln, die wir alle in uns tragen, die wollen bewegt werden. Und jetzt erst recht an die frische Luft bei Wind und Wetter. Erst dann kann sich unsere Immunabwehr überhaupt erst anpassen. Ja, und von der ernährungsphysiologischen Seite, alles, was wir essen, wirkt auf 90 Billionen Zellen. Das sind die Minimenschen. Also da habe ich einen riesengroßen Einfluss drauf. Aber zwischendurch darf es schon mal ein Stückchen Schokolade sein, oder? Ja, klar. Natürlich, ja. Aber das ist ja auch das Thema. Ne? Die wenigsten Menschen machen das noch bewusst. Und dann wandert auf einmal wie von Geisterhand ja, die Hand zum Mund. Und ja, es geht darum, das auch bewusst zu genießen. Also das Gespräch allein mit Ihnen hat mir schon gut getan. Kerstin Hart, Gesundheits- und Persönlichkeitstrainerin. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Alles Liebe für Sie. Einen schönen Tag. Tschüss.